Ja, herzlich nochmal willkommen auf dem 301. Neuschwarmland-Treffen Berlin Deutsches Reich im 13. Jahr. Heute ist Ostersonnabend, der 4. April 2015. Wir werden uns wieder treffen, voraussichtlich in 14 Tagen, also am 17. April 2015. Das ist ein Freitag, also gestern in 14 Tagen, heute ist ja schon Sonnabend. Ja, und der Dennis Ingo Schulz ist ja ausgefallen heute, aber das holen wir nach. Kein Thema. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, spätestens bis nächstes Jahr. Und dann ist der 23. Mai 2016. Einige mutmaßen da ja schon die Übernahme durch die dritte Macht. Nicht, also wenn Sie Gilbert Sternhoff lesen, dann erfahren Sie mehr. Auch ein neues Buch von ihm. Er hat inzwischen seine Expedition nach Brasilien gemacht. Ist angekündigt im Verlag, nicht, wird wahrscheinlich im Mai erscheinen. So, jetzt kommen wir aber zu den aktuellen Sachen. Und zwar, vielleicht kennen Sie ja den Herrn hier, der war vor kurzem in Berlin. Er ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ich weiß nicht genau, 60 oder 80 Milliarden. Ja, und hat in Berlin Geld gesammelt, 6-7 Milliarden für seine Fantasien, ne, ganz Afrika durchzuimpfen. Ja, Bill Gates, nicht Willem vor den Toren, nur so als Idee. Ich erwähne das heute extra, obwohl das Treffen hier in Berlin schon ein paar Tage alt ist, weil heute ist der 40. Gründungstag von seiner Firma Winzigweich, ne, Microsoft genannt, ne. Ja, 40. Gründungstag, nicht, und das muss man sich mal vorstellen, nicht, ein Milliardär hat nichts anderes zu tun, also als irgendwelche armen Kinder durchzuimpfen. Nicht? Also die Impfkritiker, die werden ja wieder Empörung schreien und so weiter und so fort. Und ich darf, ich nehme den jetzt mal weg, weil so wichtig ist der Mann nicht, nicht? Auch wenn er Milliardär ist. Ne? Darf Ihnen hier kurz das mal zeigen. Das ist ein Buch auch noch aus dem Kaiserreich mit dem sagenhaften Titel Impffriedhof. Ja, Impffriedhof. Und ja, da, passend ist also auch dieser Totenkopf. Ich habe das auf PDF, ja. Irgendwo in meinen vielen Dateien hoffentlich noch. Ich habe das mal ausgedruckt, weil ich einen Artikel zum Thema geschrieben habe. Ups. Und ich wollte Ihnen nur mal zeigen, was die Wissenschaftler schon im Kaiserreich und auch nicht, also Untertitel ist, was das Volk, die Sachverständigen und die Regierung vom, in Anführungszeichen, Segnung der Impfung, Anführungszeichen Ende, wissen. Und ich zeige Ihnen mal hier ein paar Bilder aus dem Buch. Ne? Damals gab es schon Fotografie. Oh, ja. Ja, nicht? Das waren also sozusagen, man hätte also vorher, nachher machen müssen. Nicht, wie sahen die Kinder vorher aus, nachher. Also hier brauchen Sie nur wenige Seiten sehen, also auch ein krummer Rücken. Wenn Sie schon immer die Frage nachgehen wollten, warum haben Sie einen krummen Rücken? Ja, ja. Das geht ja auch auf Edward Jenner zurück, das Blödsinnsimpfen damals gegen Kuhpocken, ne? Als wenn ein Mensch Kuhpocken kriegen würde. Ne? Ja, ja, ist alles Quatsch. Ne? Und wenn Sie dann lesen, wie den drei Ersten, die geimpft worden sind, wie das ausgegangen ist, nicht wahr? Die sind alle auf dem Friedhof gelandet. Nicht? Und ein Arzt aus Österreich, ein gewisser Jakob Leubner, hat bei der AZK-Konferenz oder Antizensurkoalition heißt das, glaube ich, ne? Ja, gesagt, ne? Der Leubner, ne? Der zwischenzeitlich wohl auch Praktizierungsverbot hatte, ne? Dass Napoleon schuld war. Ne? Das war auch interessant zu erfahren, nicht? Der hat das als Selektionsmethode, das Impfen nach Dr. Edward Jenner, Großbritannien, ausgesucht. Ne? Das heißt, er hat immer so 200-300 Mann in eine Kommandatur gestellt, dann sind die alle geimpft worden, ne? Und die es überlebt haben. Die sind in die Grand Armee gekommen. Ne, die, die gestorben sind, na gut, die konnte man ja nicht mehr aufnehmen in die Armee. Nicht? Und die, die bettlägerig waren, die konnten auch nicht mehr antreten zur Armee. Nicht? Das heißt, war als Selektionsmittel, nicht als Fürsorge für Menschen. Nicht? Das ganze Programm Impfen können Sie also in die Tonne treten. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Und diese Kritik hier, ne, also Impffriedhof ist schon sehr alt. Nicht? Also ich glaube 1910 oder 12 erschienen. Ja, also noch im Kaiserreich. Die Letten haben Pockennarben, Leute, weil sie wussten, die sind stark. Ja. Ja, ja, Impfen, aber wie gesagt, macht, ja, und wahrscheinlich, weil er ja von Microsoft, nicht, also der ist ja auch so Fachpersonal, der Junge, ne, Bill Gates, nicht, wahrscheinlich machen sie dann nicht nur Gifte rein, sondern auch noch kleine Chips, ne, damit wir dann auch alle immer schön
damit sie dann alle Afrikaner auf dem Bildschirm haben. So, jetzt wissen sie, warum die das machen, ist wahrscheinlich. Ja, eine andere Geschichte wäre noch, ja Gott, jetzt vorne wo drei wackelt. Ja, ich will noch mal darauf hinweisen, nicht als Recht und Wahrheit, Lesertreffen findet ja auch am 17. April, aber im Harz statt. Nicht? Und da werden die meisten Berliner ja doch nicht hinfahren. Und ich will darauf hinweisen, dass das nächste Berliner Recht und Wahrheit-Treffen am 7. Mai, das ist diesmal ein Donnerstag, stattfinden wird. Nicht? Also wer da hinkommen will, der muss sich bei Recht und Wahrheit, Meinolf Schönbohm, anmelden. Möglicherweise müssen sie es mehrfach verwenden. Er wird ja von den deutschen Behörden massiv verfolgt. Nicht? Und dann ist mal wieder eine Kontonummer, stimmt wieder nicht. Oder was auch immer. Versuchen Sie ihn zu erwischen, vielleicht auch telefonisch dann, oder per Anmeldung, per E-Mail und so weiter und so fort. Naja, das haben wir dann dazu. Das auch, ja. Genau. Gut. Dann gehen wir jetzt, wer ein Infoblatt hat, kann mitlesen. Also das vom 301. Dann können wir hier nochmal Recht und Wahrheit hinpacken. Oh, zack. Ja, wie gesagt, wir wollen ja alle in die Zukunft, ne? Auch die BRD-Staat spielen und so weiter. Und ich hatte beim ersten Ansagen heute schon gesagt, ich kriege sehr viele Post. Nicht? Gott sei Dank auch Spenden, ja, aber auch die ein oder andere Kritik oder den ein oder anderen Lob, das ist wunderbar. Und einer, der hat mich so, ich will mal so sagen, inspiriert zu diesem Text. Ja? Das passt auch so ein bisschen, was Joachim Schmidt heute vorgetragen hat. Wobei ich schon vermutet habe, dass er heute diesen Text, der war schon dreimal angesagt oder irgend sowas nicht, und hat heute endlich sein Heimspiel gehabt. Weil es geht ein bisschen um auch die Frage, warum machen wir so Aufklärungsarbeit und was steckt dahinter und was bringt es Ihnen? Das ist ja vielleicht für Sie die noch interessantere Frage als für uns. Also, das habe ich am 2. April geschrieben, 2015. Guten Tag, ich bin Peter Schmidt. Warum kommen Sie zum Neuschwarmland-Treffen, beziehungsweise wieso sehen Sie sich die Aufzeichnung der Treffen bei YouTube an oder im Internet, wo auch immer Sie dann stehen werden? Ne? So. Wie einige wissen, mache ich seit 1987 öffentliche Aufklärung, zunächst zu alternativen Sichtweisen von Krebs und Herzkrankheiten nach Dr. Med. Willem Reich und seit 1990 zur HIV-AIDS-Lüge im Bürgerfernsehen, offener Kanal Berlin und anderen Orten. Zum abgesetzten Deutschen Reich äußerte ich mich ab 2002 im Weltnetz und seit Heilige Drei Könige 2003 gibt es das Neuschwarmland-Treffen, meist alle 14 Tage, freitags, mit einigen Referenten zu kritischen Themen. Ich sage Ihnen, warum Sie zum Neuschwarmland-Treffen kommen bzw. es im Internet sehen. Wegen der Vorbereitung erstens des Geistes, zweitens der Seele, drittens des Körpers. Erstens Vorbereitung des Geistes. Zur Vorbereitung des Geistes gehört es, sich mit der Literatur zum Thema zu befassen. Das ist eigentlich eine Voraussetzung, wenn man so will. Sei es mit historischen Büchern, zum Beispiel über die Expedition zum Südpol von Kapitän Alfred Ritscher oder anderen Büchern wie von Hermann Wieland, Atlantis, Edda und Bibel, 200.000 Jahre germanische Hochkultur, bis hin zu Veröffentlichung in neuerer Zeit, zum Beispiel von D.H. Hamann, Geheime Wunderwaffen, hatte ich vorhin vorgetragen, nicht? Geheime Wunderwaffen. O. Bergmann, deutsche Flugscheiben und U-Boote überwachen die Weltmeere, auch ein hochinteressanter Doppelband. Oder Johannes Jürgensen, das Gegenteil ist wahr, Band 2, UFOs und Flugscheiben als Waffen im Kampf um die globale Macht. Das ist, glaube ich, inzwischen die dritte Auflage erschienen von dem Johannes Jürgensen im Aro Verlag. Oder Gilbert Sternhoff, die dritte Macht von 1945 bis zur Übernahme der Welt. Also Gilbert Sternhoff hat zu dem Thema insgesamt 4 Bücher geschrieben. Eins habe ich hier auf dem Tisch vorhin gesehen, das hieß Tamakorari. Genau, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie dieses Buch haben. 4 habe ich.
Wunderbar. Weil, genau, auch die anderen. Ne? Weil, wenn, da können Sie immer wieder drin lesen, der Gilbert ist Gold wert, wirklich. Genau. Auch wenn er nicht auf D.H. Hamann und U. Bergmann referiert, er kommt ja aus eigener Überlegung zu den richtigen Schlüssen und zu seinen Nachforschungen. Deswegen, also Sternhoff ist wunderbar. Unter anderem. Aber der Johannes Jürgensen ist ein wunderbares Kompendium. Nicht haben Sie in einem Buch das ganze Thema, ne? Von vorne bis hinten. Ja, auch nicht schlecht. Wie gesagt, dritte Auflage. So, es ist also ratsam, solche Bücher zu lesen und den Inhalt nachzuvollziehen. Also nicht nur zur Belustigung, ne? Nachvollziehen ist auch ganz wichtig. Nicht? Goethe sagte da mal was, es gibt zwei Gründe, Bücher zu lesen. Nicht? Einmal zum Amüsement, ne? Und einmal zum Studium. Genau. Also nachzuvollziehen, damit Sie eine Vorstellung von der Größe Deutschlands und vom guten Deutschen Reich bekommen. Das ist jetzt leider den Abgehauenen entgangen, dass es auch um das gute Deutsche Reich geht. Ne? Schade. Zweite Vorbereitung der Seele. Das ist eigentlich, also der geistige Nachvollzug geht meistens schnell. Ne? Ein so ein welterschütterndes Buch, bumm, hat eingeschlagen. Aber bei der Seele, gucken wir mal, was ich da schreibe. Zur Vorbereitung der Seele gehört es, ein positives Verhältnis zu seinen Eltern, zur Familie. Halleluja, ja eben, da, ja, der. Ich kenne haufenweise Leute, die Schwierigkeiten haben, diese Sätze überhaupt nur zu hören. Also, ich sage es nochmal, ein positives Verhältnis zu seinen Eltern, zur Familie und zu seinen Ahnen zu haben oder wenigstens anzustreben. Ja. Ja. Es ist eine Tatsache, dass Sie mit der Liebe der Eltern, dass Sie mit der Liebe der Großeltern, dass Sie mit der Liebe der Ahnen auf die Welt gekommen sind. Ja, wie denn sonst? Ja. Hier könnte man sogar ergänzen, selbst wenn Sie Ihre Eltern, ich sage jetzt weder Mann noch Frau oder sonst was, selbst wenn die Eltern für die größten Pünktchen halten, es ist eine Tatsache, dass die Sie geboren haben. Und das sollte man berücksichtigen, respektieren. Ja? Ohne die, egal wie Sie die sehen, wären Sie nicht hier. Da wäre Nulla, nix, nothing. Ja, wie der Amerikaner sagt. Niente. Niente, danke. Ja? Also, machen Sie was draus. Ja? Es gibt haufenweise Bücher, die könnte ich jetzt zitieren. Ne? Lieben heißt die Angst verlieren. Ne? Lieben heißt auch Vergebung. Fangen Sie mal nicht an zu urteilen. Ne? Wenigstens einen Tag lang nicht. Ich habe da waren wir noch im Zen-Restaurant, habe ich mal darüber referiert. Nicht? Von, ja, an anderen. Also, gehen wir weiter. Also ohne die und deren Liebe, nur mit deren Liebe sind Sie auf die Welt überhaupt gekommen. Seit Geburt sind Sie das Licht der Welt. Begreifen Sie das endlich, hätte Stoll jetzt geschrien. Begreifen Sie das, muss man wissen. Ja? Sie sind das Licht der Welt, soweit Sie die Tatsachen begreifen. Ja, denn wer denn sonst nicht? Er hat das auch gesagt. Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Auf wen wollen Sie warten? Gut, es gibt Leute, die haben durchaus keine Geduld mehr. Ich denke an Gerhard Walter, die würden am liebsten Sturmtruppen schicken. Jeder hat seinen Weg. Ne? Oder wir haben die damals geschrieben, jedem das Seine oder so. Ne? Wir sind diejenigen, die mit Worten, im Geist und vielleicht mit Glück ein bisschen bei der Seele Leute versuchen aufzuklären. Die Sturmtruppen, naja, das müssen dann andere machen, kann ich gleich mal sagen. Also ich kann das nicht machen. Also seit Geburt sind Sie das Licht der Welt, soweit Sie die Tatsachen begreifen. Geben Sie Ihrer Seele und den Seelen Ihrer Vorgänger eine Chance zum Guten. Das wäre ein Ansatz mal, ne? Eine Chance zum Guten. Ne? Zur guten Verständigung, zum Nachempfinden, was Sie und Ihre Ahnen bewegte. Sie können sich ja mal die Rede von Adolf Hitler als Antwort an Roosevelt anhören. Da können Sie erfahren, was diese Generation im Ausdruck vom Führer, der erzählt das Ihnen ja genau, ne, Versailler Diktat und so weiter, was die bewegt hatte 1939 bzw. 1918, 19, als sie die Waffen strecken mussten. Ja. Das war für die ein Traumata, also höchsten Maßes. Deswegen haben sie auch das Versailler Diktat verteufelt fast, könnte man sagen, weil es ja auch teuflisch war. Ja. Aber da können Sie auch an der Stimme des Führers erkennen, was diese Leute bewegte. Hören Sie sich die Rede an, die gibt es überall online. Leider nicht mit schicken Bildern, sondern nur so ein Standbild, aber naja, dann machen Sie Reichshörfunk eben. Ne? Auch gut.
Ja, drittens, ich weiche schon wieder ab, drittens Vorbereitung des Körpers. Ja. Also entschuldigen Sie, dass ich über Körper rede. Das ist eigentlich sonst nicht so meine Art, weil ich habe da auch durchaus Defizite. Ne? Ja. Aber begründete. Nur damit Sie es klar sehen. Also zur Vorbereitung des Körpers können viele Dinge gehören. Zum Beispiel sich sportlich fit halten. Ja. Es gibt ja Leute, die können das nicht, so Arnold Schwarzenegger. Ne? Ja, alles klar. Sich sportlich fit halten. Sich gesund zu ernähren ist auch eine Möglichkeit. Ne? Eine Notfalltasche ist auch eine Vorbereitung, mit Geld und Papieren bereithalten. Nicht? Also wenn Sie fliehen müssen, solche Zustände gibt es, ist es besser, ne? Die nehmen das alles mit, was auch notwendig ist, um Ihren Körper auch irgendwie durchzubringen. Ne? Nächste Kontrollstation, Hotel bezahlen, was auch immer. Nicht? Jede Menge Vorräte, falls Sie nicht fliehen müssen, jede Menge Vorräte zu Hause zu haben. Nicht wahr? Also Wasser, Getränke, langhaltbares Essen in Konserven, Gläsern, Tüten, Kaffee und Filtertüten nicht vergessen. Ja. Nützt ja nicht, dass Sie 30 halb Kilo Kaffee haben, aber keine Filtertüten. Nicht? Ja gut, dann müssen wir das altdeutsch machen, das geht auch. So, Filtertüten, Tee, Medikamente, Taschenlampe, Kofferradio, Batterien, Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge, Gaskocher, Gaslicht, Gasheizung. Das ist dann allerdings schon eine extreme Anschaffung, ne? Eine Gasheizung. Also so Baustellenheizung fällt mir dabei ein. Abfalltüten, Pappteller, Plastik. Ja, denken Sie mal, was ist, wenn Wasser ausfällt? Ja, wenn Sie da das Rosenthal-Geschirr nehmen, ja, und nicht abwaschen können, ist sehr schwierig. Ne? Ist ja besser, Sie nehmen Pappteller. Ne? Ja. Ja. Plastikgeschirr, Alkohol. Ja, Alkohol nicht nur für die, die gerne trinken. Nein, jetzt nicht, gleich. Sondern auch als Tauschmittel. Denken Sie mal ran. Ne? Oder Zigaretten auch. Ne? Es gibt ja Leute, die rauchen, aber man kann Zigaretten auch als Tauschmittel nehmen. Und an verschiedenen anderes mehr. Ich denke, es ist eine gute Sache, sich mit den genannten Punkten zu beschäftigen, als Vorbereitung für die Zeiten, die da kommen. Und deswegen guckt man Neuschwarmland. Ja, wenn dazu jetzt keine... Doch, eine Anmerkung, bitte. Da fehlt entweder Zeberwischen weg oder Klopapier. Wenn man das erstmal nicht hat und man sitzt auf dem Pott, dann weiß man wirklich, was man daran hat. Das ist durchaus richtig, dass das WIP fehlt, das Very Important Paper. Ja. Ich spreche aus für die, Erfahrung. Für die, stimmt. Genau, also für solche Fälle, genau. Papier, also da auch, denken Sie daran, da brauchen Sie mehr als eine Bevorratung. Nicht? Selbst die zuständige Bundesamt nicht, für solche Aufgaben, da waren wir noch in Sam Kullmann-Steiner, da habe ich da mal die Zettel, da war Frau Künast, die zuständige Ministerin, selbst die hat mal im Fernsehen gesagt, eine Bevorratung von mindestens 14 Tagen sollte man haben. Also ich würde mal sagen, ist möglicherweise zu knapp gerechnet. Also rechnen Sie mal hoch, was Sie so brauchen im Monat, nicht? Und das dann vielleicht, wenn Sie es leisten können, mal 3. Aber wenn wir Glück haben, wird die Übergangszeit länger nicht dauern als 4 Wochen. Nicht? Das hängt auch ein bisschen davon ab, was Sie an Staumöglichkeiten und vor allen Dingen, was Sie an Pinke-Pinke haben. Ne? Also klar, der mehr Geld zur Verfügung hat, kann mehr Vorräte bunkern. Noch Fragen oder Ergänzungen zum Thema? Ja, das läuft doch erst nächstes Jahr. Und was du gesagt hast, am 23.05. könnte ein Eingreifen stattfinden. Dann sollten wir uns jetzt schon bevorraten. Ja, das mit dem nächsten Jahr ist so eine Sache, nicht? Also, es erwarten ja schon einige dieses Jahr Kredite. Kredite, sag ich schon. Kredite, ja, ist ja wie eine Krise, ne? Merkel soll ja angeblich im September abdanken, gegenüber das Netz. Die hat zwar mal dementiert, aber jetzt hat sie wohl nicht. Es kann auch sein, dass die Wall Street Banker zurückschlagen. Wenn die abdanken, dann passiert irgendwas. Ja. Dann zieht sich dann irgendwo hin und dann ist es die, verstehst du? Ja, also das kann doch dem normalen Bürger völlig egal sein, ob die abdanken oder abdampft. Viel interessanter ist, was die Wall Street Banker mit uns machen. Und es gibt ja einige Horrorszenarien, die seit Jahren rumgeistern, nicht? Und dann von völlig überteuerten Benzinpreisen sprechen, Goldpreis durch die Decke und so weiter. Ich kenne Leute, die fragen mich um Rat. Also zum Beispiel letztes Jahr passiert. Und da gibt es so Verschwörungstheoretiker. Mal von Eichelburg gehört? Ja. Ja, genau. Und Eichelburg, ja. Walter Eichelburg. Der sagt mit ziemlicher Regelmäßigkeit immer den Eurocrash voraus.
Nur so als Idee. Ne? Kommt denn aber nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Gucken Sie sich den Typen mal an, hören Sie sich den vor allen Dingen an, widerspricht das schon. Also das ist eine Zumutung, widerspricht. Ne? Aber egal, ist ja nur meine Meinung. Nur der entscheidende Punkt, ich weiß, da hast du bestimmt was zu sagen, kommen wir gleich. Der entscheidende Punkt bei Eichelburg ist, also die Frau, die mich denn um Rat gefragt hat, die hat nicht hingehört, was ich gesagt habe. Und das Eichelburg hat sie denn zum Anlass genommen? Ja, da muss ich ja noch ganz schnell meine Euro-Reserven aufbrauchen, ne? Weil der Crash kommt ja. Aufbrauchen. Ja, aufbrauchen, auf, ja. Ausgeben, nicht? Da eine Reise hin, hier was kaufen, ne? Schnell, genau wie der Co-Pilot, ne? Der soll ja 14 Tage vor seinem Schluss ne, den zu machen, zwei Autos gekauft haben. Ne? Und Sie müssen sich das mal vorstellen, der gehört ja zur oberen Einkommensklasse. Wissen Sie, was ein Co-Pilot verdient oder besser gesagt, was ein Pilot verdient? Ich will Ihnen mal eine Idee geben. Ich kann mich erinnern, irgendwann Mitte der 90er Jahre ist ein gewisser Genscher beauftragt worden, Hans Dietrich mit Vorname, ging bei den Lufthansa-Piloten als Mediator zu verhandeln wegen Tariferhöhung. Lufthansa-Piloten wurde er. Ja. Und damals ist gesagt worden, das haben sie nur einmal gebracht, zum Jahr haben sie es nicht geschafft, dass so ein Lufthansa-Pilot im Jahr, das ist 20 Jahre her allerdings, 500.000 D-Mark verdient. Nur damit Sie mal klar sehen, mit welcher Preisklasse Sie es hier zu tun haben. Und jetzt heißt es, bei der Tochter werden 20% unter dem Lufthansa-Tarif bezahlt. Ja, also wenn Sie das auf die damaligen Preise, also wahrscheinlich gab es auch inzwischen ein paar Tariferhöhungen seit 20 Jahren, aber nehmen wir mal die von damals nicht. Da verdienen Sie also 40.000 D-Mark als Lufthansa-Pilot und 20% weniger als, wie heißt der Bude? Germanwings, ja? So. Das sind nach Euro 16.000. Ich sage Ihnen mal was. Einer, der bei 16.000 Euro, brutto natürlich, ne, Depressionen hat, dem ist wahrscheinlich wirklich nicht mehr zu helfen. Aber wie gesagt, er hatte ja vorher zwei Autos gekauft und das macht man ja vor seinem Selbstmord, nicht? Da geht jeder in den Laden und kauft sich noch einen BMW oder Mercedes, klar. Ich mach's immer. Muss genau. Seine Euro loswerden. Er muss seine Euro loswerden, er hat zu viel Eichelburg gehört. Sie verstehen das, ja? Wie bescheuert ist das denn, ja? Das den Leuten zu erzählen. Aber du hattest noch... Ich wollte noch mal anmerken, man sollte vielleicht nicht von Abdanken sprechen, wenn es dann dazu kommt bei unserer Frau Bundeskanzler. Es hört sich ja an, als ob wir dir dankbar sind. Wenn, dann sollte man also lieber sagen, die tritt endlich zurück. Ich bin nicht dankbar, wenn sie weg ist. Da kann dann nur irgendein Scheiß hinterherkommen. Das ist das Problem. Das ist nicht schlimmer. Kommt immer schlimmer. Also im Moment ist sie allerdings, das werden wir auch gleich sehen, gleich Dennis, ja. Die Amis haben ja ein Problem. Ne? Mhm. Also nicht Houston hat ein Problem, sondern New York hat ein Problem. Weil... man kann ja über Frau Merkel denken, was man will, aber die kann mit Putin in ein Nebenzimmer gehen und die brauchen keine Übersetzer. Ja, stimmt. Weil er Deutsch spricht. Ja, und sie Russisch. Oh, aber ich nehme an, sie werden sich eher auf Deutsch verhandeln. Ja. Klar. Nicht, also er nimmt Rücksicht auf ihre gestresste Seele. So, und das ist den Amis zutiefst zuwider, weil da haben die ja gar keinen, der mithört. Kein Übersetzer, niemand. Und dann kommt ja noch Minsk 2.0 dazu, da kommen wir gleich dazu. Bitte, kurze Anmerkung. Die wichtige Frage ist genauso wie bei George W. Bush Jr. Da frage ich mich bei der Angela Merkel, ja, welcher Nigger würde denn den Job übernehmen wollen? Oh, das war jetzt ein bisschen rassistisch. Entschuldigung. Ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich habe es gar nicht verstanden. Aber egal, gut. Macht ja nichts. Wir müssen ja nicht alles verstehen, ne? Gut. Also, ich wünsche Ihnen Wahrheit, ne? Hatte ich vorhin schon gesagt. Und wie passend kommen dann auch Leute, denen ich das auch noch wünschen muss, lieber Brenda. Jetzt kommen wir zu den aktuellen Sachen. Einige werden das ja schon kennen, aber ich habe das noch ein bisschen erweitert und ergänzt. Also, guten Tag, ich bin Peter Schmidt. Ich wünsche Ihnen Wahrheit. Am 24. März 2015 um 10.53 Uhr soll das Unglück mit dem Passagierflugzeug Airbus 320 der Luftfahrtgesellschaft Germanwings beim Flug von Barcelona nach Düsseldorf mit der Flugnummer 4U oder 4U 9525 im Süden von Frankreich gewesen sein. Ich gehe von einem Anschlag aus, der zum Absturz der Germanwings, des Germanwings-Fliegers führte, verursacht durch eines der folgenden Szenarien. Erstens, technisch durch, wir sind also jetzt auf Seite 3, ne, vom heutigen Infograd.
erstens technisch durch Übernahme des Flugzeugs durch Fernsteuerung einer fremden kriminellen Macht oder zweitens technisch durch Beschuss einer fremden kriminellen Macht oder drittens technisch durch Beschuss von staatlichen Militärmaschinen oder viertens menschlich durch Beeinflussung einer oder mehr Personen für einen Anschlag. Ich bitte Sie mitzudenken und ich rege an, dass Sie selbst recherchieren. Der Staatsanwalt von Marseille, ein Herr Bryce Robin oder Robin, behauptet 2 Tage nach dem Unglück, dass der Stimmrekorder den Schluss zulassen würde, dass der Co-Pilot namens Andreas Lubitz den Absturz verursacht hätte. Da die Aufnahme angeblich echt sein soll, also die Stimmrekorderaufnahme, echt angeblich, und der Co-Pilot nichts, gar nichts sagt, woher will der Staatsanwalt wissen, dass es der Co-Pilot war, wenn der nichts sagte? Also an der Stimme kann man ihn dann ja nicht identifizieren. Ne? Ja. Die Blackbox mit den technischen Flugdaten war 10 Tage bis zum Karfreitag am 3.4.2015 nicht auffindbar, also genügend Zeit für Manipulation am Gerät. Mir sind aus Berichten zugetragen worden, dass Bergführer im Trümmergebiet gleich nach dem Absturz eine Person haben rumlaufen sehen. Sogar von Berichten von mehreren Personen die Rede, aber einer würde ja reichen. Wer war die Person? Und was suchte sie unter den Trümmern? Etwa die Blackbox? Eben zum Manipulieren, zum nachträglichen Beeinflussen, ist klar, oder beide sogar. Ein anderer Zeuge sagte, er hätte französische Mirage-Militärflugzeuge gesehen, sowie 2 Explosionen in Abstand von 8 Sekunden gehört. Ist das deutsche Passagierflugzeug aus Sicherheitsgründen über den Bergen abgeschossen worden, ehe es in einer Großstadt hätte herunterkommen können? Auch solche Szenarien sind ja durchaus vorstellbar. Und seit wann sind Staatsanwälte beim Volk so beliebt? Ja, das musste jetzt sein, die Frage, ne? Als wenn wir Staatsanwälten grundsätzlich vertrauen würden, nicht? Also die, ja, es gibt auch Fehlurteile. Ja, Frankreich, und jetzt kommt das Interessante, vielleicht für einige, die es noch nicht wissen. Frankreich und Deutschland haben in Minsk mit Russland gegen die Kriegstreiber und Kriegsmacher aus USA und Israel ein Waffenstillstand für die Ukraine, man beachte das Datum, am 12. Februar 2015 ausgehandelt. Seit Anfang Dezember, ich glaube es war sogar Nikolaus, wenn ich mich richtig erinnere, 2014, also letztes Jahr Dezember 2014, gibt es einen anderen europäischen Kurs zu Putin. Und der heißt, Sicherheit und Frieden in Europa ist nur mit Russland möglich. Hat Frau Merkel selbst gesagt. Und zwar angestochen von der deutschen Großwirtschaft und auch von der Wirtschaftsvereinigung. Ne? Ja. Und da hat sie an dem Tag, wo der Putin 6 Stunden lang da Rede und Antwort hielt, am ganz frühen Morgen gesagt, Sicherheit und Frieden nur mit Russland. Das ist ja auch richtig so. Und seitdem drehen die durch in Amerika und natürlich Tel Aviv und so. Ne, weil jetzt klar war, dass die Europäer den Kriegskurs Amerikas und Israels nicht weiter tragen, nicht mal den Sanktionskurs wahrscheinlich. Und daher die Anschläge, vielleicht erinnern sich einige noch, in Paris am 7. Januar 2015, ne, Sie erinnern sich nicht, da ging es um diese komische Karikaturzeitschrift, ne, ja, Charlie Hebdo, ne, ja. Es gibt Kenner, die sagen, das war nur das Ersatzziel in Paris. Das Hauptziel war der französische Außenminister. Aber trotzdem, es sind ja bis zu 20 Personen, glaube ich, dabei umgekommen. Allein bei Charlie Hebdo 12, dann noch eine Polizistin und dann noch ja, die Mörder auch selber. Ist auch hochinteressant, dass die nicht lebend gefasst werden konnten. Nicht? Man hätte immer nach Hintermänner fragen können, verschärft im Polizeiverhör. Ja, dann auch ganz komisch ist mir berichtet worden von meinem bayerischen Kontakt, ne, der Ex-Siemens-Finanzvorstand Heinz-Joachim Neubürger, beging angeblich einen komischen Selbstmord am 6. Februar 2015. Deswegen komischer Selbstmord, weil angeblich die Familie sagt, es war kein Selbstmord. Ja, nur so als Idee, das ist eine deutsche Firma abgestraft worden. Siemens ist ja nicht irgendwer. So, dann Anschlag in Kopenhagen auf Kulturzentrum in Anwesenheit des französischen Botschafters in Dänemark am 14. Februar. Das war übrigens 2 Tage nach Minsk. Nicht? Da haben sie nochmal eine Strafaktion gemacht.
Und Anschlagsziel war nicht der Karikaturist da in Dänemark, sondern der französische Botschaft hätte zum Opfer fallen sollen. Nur so als Idee. Und jetzt gegen die Lufthansa-Tochter Germanwings. Den Deutschen soll wohl von einer fremden kriminellen Macht die Flügel gestutzt werden. Naja. Noch am Unglückstag meldete Bild, oder wie mir heute einer sagte, blöd, ne? Bild ist blöd, Zitat, die drei Absturzthesen, Druckabfall, Terroranschlag oder Computerfehler. Hier am 24.3., die Internetadresse ist angegeben, als drei mögliche Ursachen. Also auch die haben den Terroranschlag nicht ausgeschlossen, sondern mit einbezogen. So, jetzt lesen wir weiter auf Seite 4. Ich erinnere mich an einen Experten im Fernsehen, der sagte, dass falsche Daten, die in den Bordcomputer gelangen, den Autopiloten veranlassen, einen Sinkflug zu beginnen und die Piloten nur mit dem Abschalten des Bordcomputers wieder die Steuerung des Fliegers erreichen können. Das hat wirklich ein sogenannter Experte gesagt, wo ich dachte, hui, und das sei auch schon mal vorgekommen. Und da dachte ich mir, naja, also das klingt ja nicht nach toller Sicherheitstechnik, wenn ich einen Bordcomputer ausschalten muss, um Macht über den Flieger zu kriegen. Also das hört sich wie die alten Herren in den fliegenden Kisten an. Ja. Also, naja, Microsoft wahrscheinlich. Ne? Oder 2001, HL9000. Genau. Ne? Oder Mossad Mikroelektronik. Nicht? Also es wird ja häufig davon, wenn die dann ein Update kriegen, nicht wahr, dann bauen die da diese Fernsteuerung mit ein. Ja, aber dazu kommen wir noch. Also es war komisch, dass also einer so gesagt hat, ne, Bordcomputer ausschalten, da fühlt man sich dann gleich sicherer als Gast. Ne. Anwohner sahen drei Mirage-Kampfjets kurz vor dem Absturz. Darauf kommt es an, dass sie die kurz vor dem Absturz gesehen haben. Des deutschen Fliegers, so meldet die Epoch Times, und Frankreichs offizielle Aussage zu den Kampfjets bestätigt immerhin ein Militärflugzeug. Also drei sind gesehen worden und Frankreich bestätigt eins, eine Mirage. Ne, und die Webseiten sind hier angegeben. Ja, Honigmann, den kennen ja einige. Ne? Ja. Ja, der hat es auf irgendeiner Liste von den Gegnern geschafft. Psiram oder so. Ne? Oder Zairam, ja genau. Psiram. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Kavi hat es geschafft, der Honigmann, ich habe es da noch nicht hingeschafft. Sie können ja die Webseite mal aufrufen. Also die haben ja alle möglichen Leute dort, ne, aus dem rechten Lager und so. Also ich habe es noch nicht. Und ich danke ihnen dafür. Ne? Das ist besser, ne? Die kennen mich gar nicht. Nicht? Also besser. So, also Honigmann gibt an, Eilmeldung, US-Streitkräfte schießen German Wings ab. Und zwar am 28. März gibt er diese Eilmeldung heraus, hier die Internetseite, und verweist auf eine russische Webseite, das war das Interessante, vom 26. Aber wenn man die sich mal genauer anguckt, ne, hier wieder Politikus ruhen, ne, dann verweist diese selber, die aber eine Übersetzung einer amerikanischen Quelle ist, vom 25.03.2015, mit dem Titel United States Laser Test Destroys German Wings Airliner Killing 150 Innocent Civilians. Also US Lasertest zerstört German Wings Flugschiff oder ja, Flieger und tötet dabei 150 unschuldige Zivilisten. Ich habe mir die Webseite angesehen, das ist What Does It Mean? Die macht seit Jahren Horrormeldungen. Und sie steht in den Ruf, nicht, entweder Desinformation oder Verschwörung, ne? Und dann noch gesponsert beim FBI, CIA, fragen Sie mich was. Das Problem an dieser What Does It Mean Webseite ist allerdings, dass sie immer eine Gegenposition zu Amerika einnehmen oder zur amerikanischen Kriegspolitik und häufig Auslandsquellen zitieren und die dann entsprechend kommentieren. Also es kann natürlich sein, dass der Feind auch hier zu den Mitteln greift, diese Webseite als CIA oder FBI zu diskreditieren, obwohl es vielleicht gar nicht ist. Sie müssen also sehr vorsichtig sein mit den Informationen, aber manchmal haben die ganz gute Berichte und Zusammenfassungen. Nicht? Also man muss differenziert lesen können, das will ich damit mal sagen. So, ja, dann unser Verschwörungstheoretiker in Deutschland, Wolfgang Eckert, schreibt, praktisches Einzelschicksal, eine politkriminologische Spurensuche im Fall Germanwings am 28. März 2015. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn am 26. angerufen und er sagt, machen Sie was. Er hat gesagt, nee. Also ich habe Wolfgang Eckert angerufen.
der ist ja über seinen Verlag Kronos Medien in München erreichbar. Ich sagte, Sie müssen was machen. Sie haben doch die ganze Technik schon beschrieben, die die verwenden können, ne? Bei diesem sagenhaften, bis heute verschwundenen Flugzeug MH370. Ne? Da hat er letztes Jahr einen Vortrag bei Compact gehalten und sein Buch vorgestellt. Ne? Er sagt, schreiben Sie wenigstens einen Artikel. Naja, zwei Tage später ist er dann erschienen. Ne? Also hier, Wolfgang Eggert schreibt, praktisches Einzelschicksal, eine politkriminologische Spurensuche im Fall Germanwings. Würde ich Ihnen dringend empfehlen. Vielleicht werden wir auf einem der nächsten Treffen nochmal detailreicher darauf eingehen, aber erstmal nur jetzt als Information. Und wenn Sie noch nicht ganz sicher sind, ob Sie den Namen schon mal gehört haben, dann darf ich Ihnen sagen, vielleicht haben Sie ihn schon mal gehört in diesem Zusammenhang. Das ist der dritte Band, ne, vom Israels Geheimvatikan von Wolfgang Eckert, nicht, hier mit Adolf, und er kriegt ein bisschen Geld. Ne. Möglicherweise war das die Geldhand der Deutschen Bank, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch Wall Street. Was ist das? Sind das Dollars? Ich kann das nicht genau erkennen, du bist ja Banker. Ne? Schau mal rein. Also mit anderen Worten, der Mann, der hat ein dreibändiges Werk seit der Französischen Revolution geschrieben und wie wir vorgeführt werden von einer Familie namens Rothschild. Die haben die Französische Revolution finanziert, die haben den Ersten Weltkrieg finanziert, die haben den Zweiten Weltkrieg finanziert und so weiter. Was das Erstaunliche ist, also Eckert sieht in allem nur eine Verschwörung von denen, um das klar und deutlich zu sagen. Habe ich nichts dagegen, genau, ich habe meinen Dennis, warum soll ich was gegen Eckert haben? Ja? Der kann sich aber leider nicht vorstellen, dass man auch damals denen schon Widerstand geleistet hat. Ne? Immerhin erwähnt er Neuschwarmland und die Absetzung im Band 3, das kann ich Ihnen nur empfehlen. Ne? Ja. Ne? Dollar sind es nicht, aber man kann nicht erklären, was es wirklich ist. Gut. Ups, also Sie wissen ja Bescheid. Ne? Eventuell erreicht es mal. Ich glaube, die sind zwar teilweise heute online, aber ich empfehle ja immer Hardcover. Denken Sie mal daran, wenn Strom und Wasser ausfällt, dann funktioniert der Computer nicht. Ne? Dann müssen Sie zu Büchern zurückgreifen und zu Toilettenpapier. Wunderbar. Also. Nicht die Bücher als Toilettenpapier, nee. Im Notfall ging auch das als Feuerungsmaterial, aber lassen wir das. Ja, dann hier russischer Geheimdienst, SVR meldet, Wargame, Obama war über den NATO-Abschuss der German Wings 4U, das ist eine falsche Nummer, wa? Haben die eine falsche Nummer gemeldet? Das muss doch 25 heißen, ja, also ja, ja. Das ist eine falsche Nummer. Angeblich sehr erbost, aber so steht es eben nun mal in dieser Meldung, ne? 30. März, und zwar ist das erschienen auf Hartmut Bart Engelbart, kennt ihn jemand? Nein? Gut. Ja. Hier ist die Webseite. Der ist Musiker, der Hartmut Bart. Und dazu habe ich den geschrieben. Also wenn schon Musiker es wie Spatzen vom Dach pfeifen, dass die USA schuld sind. Aber auch hier ist wieder die Quelle aus Amerika. Obama rages over German Wings plan. Shutdown refuses to meet NATO leader. Also Obama ist wütend über den German Flugzeugabschuss und hat zurückgewiesen, sich mit dem NATO-Führer zu treffen. Und was ist wieder die Quelle? Sasha Wall, what does it mean? Da stehen, wie gesagt, teilweise Horrorgeschichten drauf, aber es lohnt sich auch mal, die zu lesen und wenigstens auch als Anregung zu nehmen zur Überprüfung. Manchmal hört sich ein Horrorroman nicht nur nach Horrorroman an, sondern man findet ihn auch in der Realität wieder. Also insofern recherchiert. Ja, auch hier. Das nächste ist auch hochinteressant im Video. Ein näherer Blick auf Wladimir Putin ist ein Internetvideo von Yasina. Die kann ich sowieso nur empfehlen. Yasina. Also bei YouTube Yasina eingeben, kommt es gleich vor. Die ist sehr beliebt, viele Klicks, nicht wahr? Und das hat die schon am 24.10.2014 gemacht, also diesen näheren Blick auf Wladimir Putin. Wird ab der etwa 53. Minute an den Abschuss des Passagierfliegers Iran Air 655 am 3. Juli 1988 erinnert. Also das ist eine tolle Geschichte, ne? Also was die für ein Gedächtnis hat. Ne? Ich wusste gar nicht, dass die schon so alt ist, ich habe die jünger gehalten. Die US Navy hielt das Flugzeug fälschlicherweise für ein Militärflugzeug, 290 tote Zivilisten im Persischen Golf an der Straße von Hormuz. Die USA entschuldigten sich nicht beim Iran. Ja, ich glaube, der damalige, wie auch immer, Präsident oder wie auch immer, Bush oder wie auch immer, die da heißen, haben gesagt, ja, es ist ja Krieg, aber die waren ja nicht im Krieg mit dem Iran. Soweit ich mich erinnere, ja, mit wem waren die eigentlich im Krieg?
Ja, vielleicht mit der ganzen Welt, ja. Also das ist für die ja immer eine Entschuldigung. Selbst vor allem. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ihr bester Exportartikel ist der Burger King, falls Sie es noch nicht wussten. Nicht? Den tragen Sie auch in andere Länder. Ja, also wie gesagt, denken Sie mal, Iran Air 655. Das machen die einfach mal so. Damals haben sie es doch zugegeben. Ging wahrscheinlich nicht anders. Ja, übrigens der ganze Beitrag, ein näherer Blick auf Wladimir Putin, lohnt sich auch, mal anzugucken. So, ich bitte vor allem die jungen Leute, zum Beispiel die Mitschüler des Josef-König-Gymnasiums in Haltern am See, um besondere Aufmerksamkeit. Erkennt die amtlichen Lügen, benutzt euren Kopf und das Internet auf der Suche nach Wahrheit. Natürlich nicht nur das Internet, auch Bibliotheken sind dafür geeignet. Nicht? So, ich wünsche euch viel Glück, ich wünsche Ihnen Wahrheit. Schmidt, 4. April 2015. Ja, PS, nur nebenbei, nur so als Idee, ne, ist mir auch Folgendes auf Kleinigkeit aufgefallen. Der 82. Jahrestag von der Kriegserklärung gegen Deutschland. Mhm. Nicht? Was für ein Zufall. Nicht? Es war der 24. März 1933. Mhm. Judea declares war on Germany. Nicht? Das stand damals in der Daily Express drin. Das heißt, die haben das am 23. Nicht? 23 ist ja schon gesagt worden, bei denen eine wichtige Zahl. Ne? Haben sie es beschlossen, ne? Judea declares war. Und das stand dann einen Tag später in der Daily Express. Und am 24.03.2015, also genau zur Wiedererinnerung des 82. Jahrestag, ne, Dirty War on German Wings. Ja gut, das ist jetzt mein Begriff, weil da fand der Abschuss der German Wings statt. Ne. Was für ein Zufall. Gott ist Komiker. Ne? Ja, so, das war's erstmal. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hier, für die, die kann ich auch gerne rumgehen lassen, das ist eine Abbildung von diesem Artikel, ne? Judea declares war on Germany, Daily Express, vom 24. März 1939. Und dahinter ist der Artikel von What Does It Mean, den wir gerade erwähnt haben. Da sind natürlich ein paar nette Bilder drin, manches wird sozusagen mit Photoshop gemacht sein. Anderes wird eher von offiziellen Seiten sein, ne, wie also der Computerabsturz hier mal erwähnt. So, ich gebe das einfach mal so zum Rumzeigen rum. Sind noch Fragen oder Ergänzungen? Ich hätte noch eine Ergänzung. Bitte. Und zwar zu den möglichen Ursachen oder Schuldigen. Sieht man sich die Passagierliste des Fluges an, wird schnell klar, wer da wirklich agiert hat und warum das vertuscht wird. An Bord von Germanwings 4U9525 befand sich nämlich nach gesicherten Informationen von Veterans Today, www.veteranstoday.com, eine amerikanische Seite, ein Team von Intel-Spezialisten, also Intel, der Computerchip-Hersteller, von Intel-Spezialisten für Cyberterrorismus. Sie waren unter anderem mit Ermittlungen gegen Schweizer Krypto AG betraut, die verdächtigt wurde, in den von ihnen produzierten elektronischen Verschlüsselungssystemen weltweit bei Regierungen, Geheimdiensten und Konzernen Hintertüren für den Mossad implantiert zu haben. Braucht es noch weitere erklärende Worte? Danke, ja. Kann ich das mal haben? Danke. Wir hatten letzte Woche Donnerstag ein Treffen, da hat jemand, ich weiß nicht mehr, das war gesagt, der amerikanische Staat besteht seit 269 Jahren. 39. Oder 39 Jahre. Und insgesamt 17 Jahre hat er keinen Krieg gehabt. Ja. Ja. 222 oder sowas war Krieg. Ja, richtig. Ja. Nochmal was zu diesen Spezialisten, die da möglicherweise für Mossad Software aufpolieren. Ne? Darüber habe ich jetzt noch nicht öffentlich gesprochen, weil ich das Ganze tatsächlich für Alliierten-Sache hielt. Ne? Allerdings ein Teilnehmer vom Neuschwarmland-Treffen hat mich auch relativ schnell gefragt, das könnte auch ein Abschuss von den Reichsdeutschen gewesen sein. Nur so als Idee. Ne? Also ich sehe das zwar im Moment nicht, aber ups. Ne? Deswegen, die machen da meistens auch kurzen Prozess. Ne? Also jetzt könnte ich sagen, sehen Sie in den... Ja, aber die würden doch dann eher Deutsche verschonen. Das war auch meine Überlegung. Nicht? Also vor Jahren war ich immer der Meinung, ne, es ist das Sicherste, mit Lufthansa zu fliegen. Genau aus dem Grund.
Und habe dann festgestellt, selbst orthodoxe Juden fliegen mit Lufthansa, ne? Weil sie das auch wissen, ja. Nur so als Idee, ne? Deswegen konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass die Reichsdeutschen jetzt eine Tochter von der Lufthansa aufs Korn genommen haben. Und wie gesagt, da das ja nur Computer. Wenn da Giftfracht an Bord gewesen wäre, was man hätte über einer deutschen Stadt abstürzen lassen, oder giftige Müllsachen gleich, dann ist das natürlich eher vorstellbar, ne? dass auch mal ein reichsdeutscher Abschuss ist. Aber im Moment sieht es alles danach aus, dass die Alliierten zugeschlagen haben. Und es gibt mehrere Experten, die auch darauf hinweisen, dass das ganze Trümmerfeld ja nicht danach aussieht, dass also sozusagen Flugzeug trifft Berg, ne, sondern Flugzeug... Das ist ja pulverisiert worden. Ja, also es muss ja Explosionen gegeben haben. Das geht ja gar nicht anders. Nicht? Also was erzählen die da? Was, und dann sagen die, der Sinkflug hat 8 Minuten gedauert, hat aber 31 angefangen. Ja, aber bis 53 sind mehr wie 8 Minuten. Ja, also die widersprechen sich Gott sei Dank, sodass man tatsächlich erkennen kann, da wird gelogen, dass sich die Balken oder Kruppstahl biegen. Nicht? Ja. Also wenn man da auch mal überlegt, rein theoretisch, ein Flugzeug kommt an. Der Wert war ja nicht so, dass sie 90 Grad dagegen geflogen sind, sondern man sah ja aus den Bildern, dass das Täler sind. Das heißt, es müsste mindestens eine Schleifspur von wie vielen Metern auch immer erkennbar sein, bis wirklich dann sich das Flugzeug aufgelöst hat. Und auf keinem dieser Dokumentationen, die wir gesehen haben, ist eine Schleifspur zu erkennen. Ja. Also es gibt haufenweise, Sie sehen schon, es gibt haufenweise Kritikpunkte, das ist auch gut so. Sie bleiben aufgefordert, selbst zu recherchieren. Mehr kann ich dazu im Thema Pedersen? Ja, dann darf ich dazu noch was sagen. Ich muss, jetzt haben wir ein Diagramm zugeschickt worden, 5 Seiten mit Texten und so weiter, dass die Maschine also abgetaucht ist, gar nicht zerstört ist. Und man erkennt das sehr folgendermaßen, dass eben man die ganzen Trümmerteile hingefahren hat und dann die Maschine entführt hat. Und ja, das ist heute auf einem Diagramm, 5 Seiten genauer berichtet. Und diese Maschine, dieses Diagramm, das ich hier, was man zugeschickt bekommen habe, das zeigt deutlich, dass die Maschine langsam mit leicht gleitender Geschwindigkeit runtergeflogen ist. Die hat versucht zu entkommen. Vielleicht wussten sie sogar, dass irgendwas passiert und so weiter. Die haben, also dieser Internetbetreiber sagt, man hat einen Tag zuvor Schrottteile abgefahren. Deswegen, ich kann das nur bestätigen, kann das sagen, das könnte stimmen, denn wo ist der zentrale Ausschlagpunkt? Sie haben es gerade gesagt. Da müssen sternförmig die Teile müssen verteilt sein. Und das ist nicht der Fall. Die haben also mit einer A400 die ganzen Schrottteile runterfallen lassen und dann, ja, dann haben sie die Maschine entführt. Die haben 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. A, die Deutschen, das sollte aussehen, die Deutschen werden bestraft. Und B, sie haben die Maschine entführt mit 60 Mädels und haben dieser pädophilen Krippe zugeführt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein, ja. Das ist wie einer pädophilen Gruppe, das sind doch, wir werden doch von Satanisten regiert und das ganze Königshaus in Belgien, Holland, sind doch alles total sexuell verantwortlich. Also von Programmierern zu Pädophilen. Also abartig veranlagt. Das ist okay, das ist, dieser Mann war hier in Berlin und hat davon gewarnt. Leute, es verschwinden dauernd Kinder und die werden diesen pädophilen Leuten zugeführt. Also ich habe hier gelesen, mögliche Variante, Karwoche ist auch im Satanismus irgendwie eine wichtige Woche, 16-jährige Mädchen und so weiter und ein paar Zahlen wurden mal so Zeilen immer. Jüdi kann ich vielleicht nachvollziehen, aber... Ja, aber es passt doch zusammen. Einerseits werden die ausgeschaltet, die dafür Sorge getragen haben, dass da der Mossad nicht mehr sich in das amerikanische Überwachungssystem einhacken kann. Und gleichzeitig bekommen sie was zum Poppen. Ich meine, das ist doch brillant. 2 Fliegen mit einer Klappe. 2 Fliegen mit einer Klappe, genau. Und vielleicht war noch ein bisschen Gold an Bord. Vielleicht vom Reisschatz. Dann haben die auch noch ordentlich Schickel gemacht. Was auch immer. Also, Sie sehen, da stimmt fast gar nichts, was uns offiziell erzählt wird. Es gab noch einen Tag vorher in einer Zeitung eine Karikatur, wo ein Lufthansa-Vogel an der, man hatte ja auch die Sonnenfinsternis, wo ein Lufthansa-Vogel also an dieser Sonne vorbeifliegt. Vielleicht können wir das auch einfach mal ins Kamera halten. Das war sogar noch einen Tag davor. Das war ein Tag vor dem Absturz. Also da wusste ja schon jemand, dass ein Lufthansa oder Germanwings Tochter Lufthansa abstürzen wird. Du könntest erwähnen, dass ich es dir zugesendet habe. Haben wir hiermit protokolliert. Ja, ich hatte das, ja habe ich natürlich von Dennis bekommen, das aber eigentlich auch beim Kopf danach nachzulesen. Aber woher hat man dann die Leichenteile, die 150 gelassen? Ja,
Da hat man die. Ach, da hat man wahrscheinlich, das ist genauso wie mit der MH370, nicht die, Eckert hatte ja gesagt, dass die Fernsteuer, 370, ferngesteuert runtergeholt worden ist und da sind die Amis gelinkt worden und die wollten eigentlich nur ihre modernste Technik rausholen und dann den MH370 nach Peking weiterfliegen lassen. Aber er behauptet, der Mossad hätte vorher die Maschine 370 Malaysia Airlines in Überflughöhe gebracht. Und dann fallen sozusagen die Luftmasken raus. Die haben etwa bis 15 Minuten Sauerstoff. Und die waren aber länger wie 15 Minuten oberhalb. Und das heißt, die Amerikaner, als die Maschine sicher gelandet hatten, auf Better Worth, sagt er, International Military Base, ne, haben die dann 200 Leichen da drin gehabt und dadurch konnten die nicht nach Peking weiterfliegen. Aber woher kommen die Leichen, die im Indischen Ozean abgestürzt sind, in die Maschine der Malaysia Airlines, die über der Ukraine abgeschossen wurde? Das ist ein ganz anderer Ort, eine ganz andere Zeit. Naja, da ist mal die Leichen losgeworden, nicht? Also da, der die Gegend, müssen ja irgendwo zugeladen worden sein. Die, ja, sonst nicht. Na, die hatten ja noch die Maschine. Dann haben sie den MH317 gefaked oder abgemeldet und haben eine Ersatzmaschine genommen mit den Leichen. 200 Leichen auf Dauer, ne, zu kühlen in der Gegend, das wird teuer, nicht? Also vielleicht übersteigt das auch das Budget. Bei German Wings, wenn man sich die Trümmerwüste da mal anguckt, hier fragt ein Bild. Schlimm, ja. Da, wo sollen da Leichenteile sein? Ja, angerissene Hände angeblich. Viel mehr wird da auch nicht übrig sein, wenn die Trümmerstücke auch entsprechend groß sind wie nur Hände, ne? Aber trotzdem findest du verbrannte Teile, so ist es nicht in Knochen. Ein Moment mal. Also ein aluminiummanteltes Flugobjekt konnte doch 45 cm dicken Betonstein durchschneiden. Ja. Warum sind da denn nicht irgendwie so ein paar Schürfwunden auf dem Boden da von dem Berg? Und eigentlich hätte er drei Berge zerbröseln müssen. Ne? Und dann weiterfliegen bis nach Reichshauptstadt Berlin, bitte. Vor ganz vielen Jahren soll schon mal in Südafrika mit der Maschine runtergekommen sein. Und da hat man das gleiche Argument genommen. Der Flugpilot wollte sich umbringen. Ja. Ja, das war wie bei Kennedy, nicht? Der ist in das Kreuzfeuer offen in seinem Lincoln reingerannt. Das war ein Selbstmord. John F. Kennedy, ne? Sie erinnern sich, 22. November 1963, nicht? Der hätte sich doch nur, also wenn er sich abgeduckt hätte, dann wären die Kugeln noch an ihm vorbeigeflogen. Du warst eigentlich erst da reingerannt, nicht? Er hat den Kopf nach vorne gemacht, nicht? Also das war ein Selbstmord, bitte, neueste Theorie. Ich glaube, ich kenne den Mörder von Kennedy, oder ich weiß, wer es war. Gut. Das heißt nicht, dass ich ihn kenne. Es war sein eigener Fahrer. Ja, die Theorie wird häufig verbreitet. Ja. Das kann auch sein, ja. Also. Das nehme ich einfach aus der Tatsache heraus, dass Jackie versuchte, über den Kofferraum abzuhauen. Ja. Weil sie wusste, der Mörder sitzt im Wagen. Vorne, das nächste Ziel wäre sie gewesen. Gut. Will noch jemand einen Mord begehen, dann muss ich jetzt ausschalten. Nee, ich hätte noch was zu erwähnen. Bitte. Oliver Stone, der gehört zu einer bestimmten J-Gruppe. Er ist nämlich eigentlich Oliver Stein von Geburt an. So, ja. Ja. Naja, aber Sie sehen, die USA ist ein Ort, ein sehr unsicherer, selbst für Präsidenten, nicht? Ja, was schert die sozusagen? Müssen die eine Sekunde darüber nachdenken, wenn es um ein Passagierflugzeug der deutschen Germanwings geht? Verstehen Sie, die Charakterstruktur dieser Leute da in Amerika, die bringen ihre eigenen Präsidenten um, wenn es sein muss. Ich meine, egal, ob der nun Stone J oder nicht ist, ja, das ist eben so, das sind Tatsachen. Und wenn Alfred Herrhausen sagt, die dritte Welt muss entschuldet werden, ja, mei, hat er ja was Richtiges gesagt, aber das haben die amerikanischen Banker gar nicht verstanden, seine Kollegen. Die haben dann gesagt, nein, da müssen wir mal unsere Rote Armee-Fraktion losschicken. Und das haben die mit anderen auch so gemacht. Ne? Also zum Beispiel mit dem Dresdner Bankchef Ponto. Ne? Wissen Sie, was denen sein Verbrechen war? Der hat die Amis unterboten beim AKW-Bau in Argentinien. Bei der Finanzierung von Siemens. Ja. Die reagieren gar nicht gut, wenn es um ihre Geschäfte geht. Ne? Und auch der Schah hat ein Problem gehabt. Er hat ja bei Siemens das AKW bestellt. Richtig, das wurde ja in Siemens gekauft. Ja, und da haben sie dann den Ayatollah eingeflogen. Und da musste der Schah fliehen. Und dann haben sie noch, Saddam Hussein, den aufstrebenden Diktator, beauftragt und bekämpft mal die Islamische Republik Iran. Nicht? Ja, da war ja klar, dass er nicht gewinnen kann oder schwierig wird. Nicht? Da haben die allerdings, alle haben da 8 Jahre lang dann Waffen hingeliefert.
Ja, und dann hat Saddam Hussein seine Armee umgedreht und ist in Kuwait einmarschiert, Sie erinnern sich, nicht? Und dann hieß es auf einmal der böse Hussein. Ne? Jahrelang macht er Krieg für den Westen gegen die Islamische Republik Iran, ne? Und auf einmal ist es der böse. Ne? Also eins ist ganz sicher, man kann diesen Leuten an der Wall Street und Amerika nicht trauen. Das sollten wir mitnehmen, wenn wir demnächst die Panzer da aufmarschieren lassen in Washington D.C. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.